Hallo, ich begrüße euch zur 98. Folge von Dies NES Collection. Es ist mal wieder soweit. Ich habe mal wieder ein Spiel von Konami aus dem Regal gezogen. Es ist kein Gradius oder Life Force, es ist kein Probotector und es ist zum Glück kein Top Gun. Es ist Road Fighter. Ja, es klingt erstmal wie ein billiger Abklatsch eines gewissen Prügelspiels von Capcom mit einem ähnlichen Titel, aber Road Fighter und Street Fighter haben nichts miteinander zu tun. Road Fighter ist ein Rennspiel der sehr frühen Videospielgeschichte. Das Arcade-Spiel wurde bereits 1984 released und ist Konamis erstes Racing-Game. Japans Famicom-Portierung erschien im Juli 1985. Und in Europa gab sich das Spiel erst im Juni 1992 die Ehre. Die USA hingegen geht leer aus. Wieso es bis zu einem Europa-Release 7 Jahre dauerte, ist mir ein Rätsel. Wer nun eine Version erwartet, die der Famicom-Version haushoch überlegen ist, wird hier enttäuscht. Eigentlich ist es schon fast peinlich, 1992 ein Spiel mit diesem Aussehen zu veröffentlichen. Aber möglicherweise ist es ein lohnenswerter Arcade-Klassiker und überzeugt spielerisch. Ziel des Spiels ist es, vor Ablauf des Timers das Ende jeder Strecke zu erreichen. Die Strecken selbst sind schnurgerade, aber gespickt mit Hindernissen wie andere Fahrzeuge, Ölpfützen, Schlaglöcher sowie Verengungen der Straße, denen es natürlich auszuweichen gilt. Zusätzlich befinden sich auf der Straße bunte Autos, die das Fuel, also den Timer, auffüllen. Es gibt zwei Arten der Beschleunigung. Eine davon beschleunigt schnell bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 224 km pro Stunde, die langsame Beschleunigung erhöht die Geschwindigkeit bis zu 400 km die Stunde. Insgesamt gibt es 4 unterschiedliche Strecken, die sich nach dem Durchspielen wiederholen, wobei sich die Position und die Anzahl der Hindernisse verändert. Und letztlich gilt hier natürlich das Erreichen eines möglichst hohen Highscores. Ach ja. Mein erster Versuch mit Road Fighter war wenig eindrucksvoll. Das liegt unter anderem an ziemlich rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern. Fällt die Zeit unter 10 Zeiteinheiten, ertönt ein akustisches Signal, welches darauf aufmerksam macht, dass es zeitlich recht eng wird. Apropos Akustik, vermisst ihr nicht auch etwas? So etwas wie Musik? Mal von der Game-Over-Musik abgesehen. Bei meinem zweiten Versuch fahre ich deutlich geübter durch die Strecke und erlaube mir nicht einen einzigen Unfall. Dies wird belohnt mit einem Auftritt von Konami Man, der mich leider etwas ablenkt. Und jetzt muss ich kurz abschweifen und Konami Man erklären. Konami Man dient als Maskottchen für Konami und wurde ursprünglich als Easter Egg in Konamis Spielen eingebaut. Erstmals tatsächlich 1984 in Road Fighter. Weitere Auftritte hat Konami Man zum Beispiel in der Ganbare Goemon-Reihe, wobei die meisten Spiele dieser Reihe niemals außerhalb Japans erschienen sind. Das bekannteste aus dieser Reihe dürfte The Legend of Mystical Ninja für Super Nintendo sein, welches der erste Teil war, der sich auch außerhalb Japans die Ehre gab. Oftmals taucht Konami Man in den eher neueren Castlevania-Spielen auf, wie Dawn of Sorrow oder Order of Ecclesia oder auch Symphony of the Night als Speichersymbol. Ja, ich liebe es, wie ich Symphony of the Night als neuen Castlevania-Teil bezeichne. Release war 1997. Außerdem soll Konami Man auch in The Goonies 2 erscheinen. Da bin ich ja mal gespannt. 1988 erschien für das Famicom ein Spiel, in dem Konami Man als spielbarer Charakter auftritt, nämlich in Konami YY World, einem Crossover-Spiel, welches Charaktere diverser anderer Konami-Spiele enthält, unter anderem Goemon aus der Ganbare Goemon-Reihe, Michael Mikey Welch von The Goonies, eine Moai aus der Gradius-Reihe, The Fuck, und Kong aus King Kong 2 Icarino Megaton Punch und Simon Belmont der Dritte. Ja, der Dritte. Das ist ein Nachfahre des Simon Belmonts aus Castlevania 1. Warum dies Simon Belmont der Dritte ist und nicht der originale Simon Belmont und ob dieser Charakter wirklich Kanon ist, weiß ich beim besten Willen nicht. Außerdem gibt es Shooter-Stages, in denen man den Gradius-Flieger Weg Viper steuert. Und außerdem gibt es natürlich ein weibliches Pendant zu Konami Man, nämlich Konami Lady, die ihrerseits nicht besonders viel Kleidung trägt und der SNK-Heldin Athena aus dem gleichnamigen Arcade-Spiel nicht ganz unähnlich sieht. Auf der Verpackung zum nordamerikanischen NES-Port wird groß geworben mit From the Creators of Ikari Warriors. Ja, wow. Soll das ein Qualitätsmerkmal sein? Ich setze das gleich mit Code von den Machern von Urin. Also bitte.
Diese Athena aus dem Spiel Athena ist geschichtlich gesehen eine Vorfahrin der Athena aus dem Spiel Psycho Soldier, die man vielleicht besser kennt aus der SNK-Prügelreihe King of Fighters. King of Fighters war mein zweites Beat'em'up, welches einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hatte. Das erste war natürlich Capcoms Prügler Street Fighter, was einfach nichts mit Road Fighter zu tun hat, obwohl der Name eine sehr ähnliche Bedeutung hat. Und damit habe ich den Kreis geschlossen und bin wieder da, wo ich eigentlich sein wollte. Es wird nochmal richtig knapp, meine Zeit läuft sogar runter auf Null. Aber mit dem eingesammelten Fuel erreiche ich gerade so noch das Ende von Runde 1. Die nächste Runde sieht optisch etwas anders aus, spielt sich aber prinzipiell identisch. Inzwischen weiß ich ungefähr, wie das Spiel läuft und versage trotzdem. Also probiere ich es nochmal. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Mein Fuel ist runter auf Null. Wow, ich bin ins Ziel gerollt. Nice. Ja, diese Arschkrampe. Wo hast du bitte fahren gelernt? Schau in deinen verfickten Rückspiegel, du Wichser. Entschuldigung, auf den Straßen habe ich ein loses Mundwerk. Aber da fahren auch nur Vollidioten herum. Nicht schon wieder. Mir geht die Zeit aus und sie ist auf Null. Scheiße, ich hoffe, es reicht. Es reicht. Ich bin im Ziel. Runde 3. Natürlich optisch wieder was Neues. Ich fahre auf einer wunderschönen, aber viel zu schmalen Straße am Meer entlang. Da bleibt zwar der ein oder andere Crash nicht aus, aber im Großen und Ganzen fahre ich recht unfallfrei durch das Level. Und daher erreiche ich das Ziel mit einer gehörigen Portion Zeit auf dem Timer. Und die vierte Runde präsentiert sich dann wieder mit neuer Optik, aber keinen besonderen Hindernissen. Es gibt gefühlt mehr Hindernisse und ist damit einen Tick schwieriger, aber das Spielerlebnis ändert sich hier überhaupt nicht. Und obwohl ich die vierte und letzte Runde für die schwierigste halte, erreiche ich das Ziel mit 20 Sekunden Restzeit. Und habe Road Fighter durchgespielt. Das Spiel beginnt wieder von vorn mit der ersten Runde, um seinen Highscore nach und nach ins Unermessliche zu treiben. Allerdings, im zweiten Durchlauf wurden die störenden Gegenfahrer und weiteren Hindernisse anders positioniert, damit das Ganze nicht zu einfach wird. Yeah, Konami Man, hollerö! Na, wieso crashe ich immer, wenn der Typ hier auftaucht? Und geschafft. Ja, was soll ich euch noch groß zeigen? Auch das zweite Mal das zweite Level spielen ist von Erfolg gekrönt, wenn auch mit nur wenig Restzeit. Level 3 ist das Level, das mich dann schließlich in die Knie zwingt. Tja, und das, liebe Leute, war alles, was ich euch zu Road Fighter zeigen konnte. Dann fliegen wir mal gemeinsam mit Konami Man in die Bewertung. Road Fighter, ein Top-Down-Racing-Game der frühen Arcade-Ära mit äußerst spätem Release für NES in Europa, ist an sich kein schlechtes Spiel, aber... Ach, Konami, was war nur los bei euch? Bevor ich etwas zur Optik sage, muss ich nochmal daran erinnern, dass das Spiel für Famicom bereits 1985 erschien. Und so sieht das Spiel auch aus. Ich will mich nicht wirklich beschweren, aber ich tue es trotzdem. Die Optik ist eher schlecht. Zwar freue ich mich über die teils sehr schönen Farben und die unterschiedlichen Levels, aber wenn man einfach mal so auf das Bild starrt, dann wirkt einfach alles irgendwie platt. Es gibt nur wenig bis keine Texturen, so gut wie keinerlei Animationen und insgesamt ist das Bild nur wenig ansprechend. Mich wurmt irgendwie, dass dieses Spiel in Europa erst 1992 auf den Markt kam. Und für 1992 ist die Optik recht frech. Aber zumindest ist die Optik nicht super duper ultra abstoßend und man erkennt, was man erkennen soll. Also hau ich für das Spiel noch nett gemeinte 3 von 10 Pilze raus. Die Musik ist de facto nicht vorhanden. Wir haben es hier quasi nur mit Motorengeräuschen und gegebenenfalls mit ein oder zwei Fanfaren zu tun, wenn man ein Level beendet hat. Eigentlich gibt es hier keine Musik, die ich groß bewerten könnte, aber das, was es zu hören gibt, ist keine Katastrophe.
Und weil es einfach so überhaupt gar nichts gibt, kann ich hier auch nicht mehr als 2 von 10 Feuerblumen geben. Ja, es sind trotzdem noch 2 Punkte für diese aufbauenden, glorreichen Fanfaren. Das Gameplay ist auch insgesamt eher schlicht. Gas geben, ausweichen, bremsen. Mehr gibt es in diesem Spiel nicht. 4 verschiedene Levels, die aber spielerisch gar keine Abwechslung bieten, sind das höchste der Gefühle. Und obwohl das Spiel erstmal ziemlich schnöde und langweilig wirkt, hat das Ganze zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Und ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Rennspiele gibt es natürlich deutlich bessere. Und obwohl Road Fighter gar nicht so brutal schlecht ist, kann ich nicht mehr als 4 von 10 Sterne für das Gameplay geben. Mit 3 Punkten für die Optik, 2 Punkten für die Musik und 2x4 Punkten für das Gameplay erkämpft sich Road Fighter gerade mal 13 von 40 Punkte. Road Fighter ist also recht weit unten auf meiner Rangliste angesiedelt. Was soll ich nur sagen? Für 1985 wäre das echt okay, aber in Europa kam es schließlich erst 1992 auf den Markt. Wisst ihr, was im gleichen Jahr erschien? Das Super Nintendo Entertainment System. Und jetzt vergleicht mal bitte die folgenden 2 Spiele, die beide 1992 in Europa released wurden. Würdet ihr sagen, dass eines der beiden Spiele dem anderen Spiel in allen Punkten überlegen sein könnte? Klar ist Road Fighter kein F-Zero, aber der späte Release von Road Fighter will mir einfach nicht in den Sinn. Trotzdem will ich als abschließendes Fazit noch etwas Positives zu Road Fighter loswerden. Ja, das Spiel hat eine äußerst schlechte Bewertung erhalten, aber trotzdem muss ich betonen, dass Road Fighter für zwischendurch auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib ist, für circa 30 Minuten oder mehr. Und tatsächlich halte ich Road Fighter im Rahmen von Dies NES Collection für das bisher beste NES-Spiel unter den schlechten NES-Spielen. Und das ist schon irgendwie eine Leistung. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche, denn ich muss noch was Spannendes für die kommende Woche vorbereiten. Seid gespannt und verpasst nicht die nächste Folge. Folge 99 von Dies NES Collection. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht es gut. Euer Unknown D. Tschüss, Leroux.